Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Wie jedes Jahr, glaube ich, komme ich gerne zur Konferenz für Aufsichtsräte der Hans-Böckler-Stiftung. Diese Veranstaltung hat nicht nur eine gute Tradition, sondern ich glaube, sie ist auch enorm wichtig, nicht nur für den wechselseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch, sondern auch, um hier deutliche politische Akzente zu setzen. Und deshalb freut es mich heute ganz besonders, hier zu sein, weil wir alle wissen, bekanntermaßen findet am 24. September die Bundestagswahl statt. Und von daher ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, den seit Jahren, wie ich finde, andauernden mitbestimmungspolitischen Stillstand in diesem Lande endlich zu überwinden. Wenn wir den Wert der Mitbestimmung nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen wollen, ich glaube, dann müssen wir jetzt klare Zeichen setzen, welche Erwartungen wir an die politischen Parteien haben. Und es ist schon, glaube ich, ganz gut, dass zumindest von den Parteien, wo die Wahlprogramme mittlerweile vorliegen, dass sich die Botschaft aus unserem Jubiläumsjahr für die Mitbestimmung im letzten Jahr offensichtlich bei den Parteien durchgesetzt hat. Wir werden am Wochenende sehen, in welcher Weise eine andere große deutsche Volkspartei sich diesen mitbestimmungspolitischen Forderungen annimmt. Aber ich denke, wir haben auch Grund, durchaus selbstbewusst zu sein, weil wir mit der Offensive Mitbestimmung schon Akzente im politischen Raum gesetzt haben. Aber das reicht natürlich nicht, Akzente zu setzen. Es kommt jetzt auch darauf an, dass wir auch hier von unserer Konferenz ein klares Signal dafür aussenden, dass es keinen Koalitionsvertrag geben darf, egal wie sich die zukünftige Bundesregierung zusammensetzen wird, in dem der Ausbau und die Verteidigung der Mitbestimmung verweigert wird. Mitbestimmung ist, das wissen wir, ein konstitutives Element der sozialen Marktwirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und Mitbestimmung ist eben kein Auslaufmodell und schon gar kein deutscher Sonderweg. Interessant und zum Teil beruhigend war es, dass in seinen Schlussanträgen zum Verfahren Erzberger gegen die TUI AG der Generalanwalt zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die deutsche Unternehmensmitbestimmung mit dem Europarecht vereinbar ist. Ihr alle kennt den Fall. Er war, glaube ich, auch im letzten Jahr schon Thema auf der Aufsichtsratskonferenz Erzberger, ein offensichtlich ja ganz innovativer Zeitgenosse, wie man zumindest, ich glaube, es war im Stern nachzulesen, erfahren konnte, der in der Lage ist, aus Badewasser mit einem Pulverextrakt Wackelpudding zu machen. Aber aus der Mitbestimmung, Herr Erzberger, lassen wir keinen Wackelpudding machen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes ist nunmehr für den 18. Juli diesen Jahres terminiert. Und ich bin durchaus optimistisch, dass sich der Europäische Gerichtshof der Position des Generalanwaltes anschließen wird. Und lasst mich an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen, ein ganz herzliches Dankeschön zu sagen für die Kolleginnen und Kollegen der Hans-Böckler-Stiftung, aber auch in den Gewerkschaften, die gemeinsame Arbeitsgruppe, die wir gemacht haben. Unsere Vorfeldarbeit im Hinblick auf den Europäischen Gerichtshof, auch mit europäischen Gewerkschaftern zusammen, hat sich offensichtlich gelohnt. Wir sollten uns allerdings durchaus darüber im Klaren sein, dass kein geringer Teil der Arbeitgeberverbände ihren Widerstand gegen die Mitbestimmung aufgegeben hätte. So war erst Ende Mai wieder von Arbeitgeberseite bei einer Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages beim Thema Unternehmensmitbestimmung Folgendes zu hören. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen,
müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Das Ziel der Mitbestimmung sei es gewesen, den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital aufzulösen. Und da dieser Widerspruch nicht mehr existiere, sei das Ziel der Mitbestimmung erreicht. Sie müsse kritisch hinterfragt werden und neu justiert werden. Am besten, man schaffe sie gleich ab. Der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital sei aufgelöst. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo leben denn die Vertreter der Arbeitgeberverbände, wenn sie einen solchen Unfug in einem Ausschuss des Deutschen Bundestages behaupten? Was ich weiß, ist, dass wir nur mit verbindlichen, und zwar gesetzlichen Regeln Mitbestimmung auf Augenhöhe praktizieren können. Wer ernsthaft daran glaubt, dass die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat den Vorstand kontrollieren und beraten würden, wenn es keine gesetzlich verankerte Mitbestimmung gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der irrt ganz gewaltig. Ohne Mitbestimmung Unternehmen im Zusammenspiel mit der betrieblichen Mitbestimmung und mit Tarifverträgen hätte die internationale Finanzmarktkrise und der daraus resultierenden Wirtschafts- und sozialen Krise uns auch in Deutschland wesentlich härter getroffen. Denn Mitbestimmung hat sich auch unter den globalen Finanzmarktbedingungen als ein, wie ich finde, starker Produktivfaktor und auch als Anker für Demokratie in der Wirtschaft in Deutschland erwiesen. Den Arbeitgebervertretern kann ich daher nur nachdrücklich empfehlen, positionieren Sie sich in Ihren Reihen klar und deutlich gegen all jene, die der Auffassung sind, dass ich die Mitbestimmung bei uns erledigt habe. Wenn Sie nicht wollen, dass im digitalen Kapitalismus der Klassenkampf zu uns zurückkehrt, dann, meine Herren Vertreter der Arbeitgeberverbände, dann gestalten Sie gemeinsam mit uns auch die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft, die ja schon, und das werden die folgenden Ausführungen zeigen, erheblich unter die Räder gekommen ist. Warum, wird sich mancher von euch fragen, schlage ich so deutliche Töne an? Die Antwort ist relativ einfach, weil ich sehe, dass die Mitbestimmung in Deutschland, in Europa durchaus gefährdet ist. Die Gegner der Mitbestimmung müssen heute einfach nur Geduld haben und die Situation aussitzen. Denn die Koordinaten im globalen digitalen Kapitalismus verändern sich bekanntermaßen rasant. Und damit auch die Rahmenbedingungen für die Mitbestimmung in Deutschland und in Europa. Lasst mich entlang von drei Fragen deutlich machen, woraus sich meine Befürchtungen begründen. Erstens müssen wir uns fragen, sitzen wir in allen Aufsichtsräten noch Managern gegenüber, die wirklich über eigene Entscheidungskompetenzen verfügen, oder fallen die tatsächlichen Unternehmensentscheidungen mittlerweile in verschachtelten Konzernstrukturen irgendwo im Ausland? Zweitens, geht es noch um das langfristige Unternehmenswohl, wenn Investoren sich nichts anderem als der ungezügelten Geldvermehrung verpflichtet fühlen? Und drittens, werden wir der dualen Unternehmensverfassung in Deutschland mit Vorstand und Aufsichtsrat noch gerecht, wenn Manager ihre Entscheidungen immer stärker oder gar ausschließlich am Aktionärsinteresse ausrichten und dafür zum Beispiel mit dem Corporate Governance Codex noch die Begleitmusik intoniert wird? Der Shareholder Value Kapitalismus hat sich, das wissen wir, als Irrweg erwiesen und die Weltwirtschaft 2008 fast an den Abgrund geführt. Das Ergebnis: Arbeitsplätze und Standorte sind nicht nur in Deutschland zunehmend unsicherer geworden. Die sozialen Bedingungen der Arbeit geraten zunehmend unter Druck, weil Arbeitsplätze heute einem ungeheuerlich größeren Kostendruck ausgesetzt sind, unter der vermeintlichen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, als das noch vor 10 oder 15 Jahren der Fall war.
Wir brauchen deshalb einen neuen, stabilen Wertekonsens über die soziale Verantwortung von Unternehmen in Gesellschaft und wir brauchen entsprechende Regeln für gute und nachhaltige Unternehmensführung. Elementar ist für mich dabei unser Konzept der mitbestimmten Unternehmensführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der rheinische Kapitalismus der alten Bundesrepublik hat sich bereits vor Jahren weitgehend aufgelöst. Aber an seiner Seite ist nichts Verlässlicheres an seiner Seite gestellt worden, sondern wir sehen, der rheinische Kapitalismus, der ursprünglich mal bedeutete, die gesellschaftliche Verankerung von Unternehmen durch ihre Eignerstruktur ist außerordentlich brüchig geworden. Die Banken waren früher zumindest ein stabiler Anker. Sie waren dafür da, für gute Bedingungen der Unternehmensfinanzierung zu sorgen. Sie sollten eben nicht den Turbokapitalismus der Geldvermehrung anheizen, sondern die Finanzmärkte durch eine besonnene Kreditpolitik stabilisieren. Wer als Bank Kredite an Unternehmen vergibt, hat eben kein Interesse daran, dass solche Unternehmen filiziert werden, sondern dass sie nachhaltig erfolgreich arbeiten, damit die Banken dann auch die geleisteten Kredite sicher zurückbekommen. Heute erleben wir, dass Unternehmen regelrecht zur Handelsware auf den internationalen Kapitalmärkten zur Handelsware degradiert wurden. Stattdessen wurde die hemmungslose Vermehrung des Geldes zum Maßstab allen wirtschaftlichen Handelns. Das hat manche Manager, aber vor allen Dingen viele Arbeitnehmervertreterinnen oft zu den Getriebenen der internationalen Finanzmärkte gemacht. Finanzmärkte haben sich zunehmend von der Realwirtschaft abgekoppelt. Den Geldwerten stehen heute keine entsprechenden Realwerte mehr gegenüber. Um die Jahrtausendwende implodierte bekanntlich dieses System mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers in den Vereinigten Staaten. Alle Welt hat damals verstanden, dass wir am Ende des Weges mit diesem ungezügelten Turbokapitalismus angekommen sind und alle waren der Auffassung, eine solche Entwicklung darf sich nicht wiederholen und mit einer Re-Regulierung der entgrenzten Kapitalmärkte wurde das Gebot der Stunde zwar erkannt, allerdings, auch wenn einiges an Re-Regulation der Finanzmärkte gelungen ist, ist diese doch, wir wissen, auf halbem Wege stecken geblieben. Vermögensverwalter sind an die Stelle von Banken getreten, meist außerhalb jeglicher öffentlichen Kontrolle oder politischen Einflussnahme drehen sie das private Vermögenskapital in erheblichen Milliardenbeträgen. Wie heute Unternehmen finanziert werden, das macht Unternehmen, aber eben auch Arbeitsplätze mehr und mehr zum Spielball der Kapitalmärkte. Noch einmal, sie werden unsere Unternehmen zunehmend zur Handelsware degradiert. Die Vermögensverwalter wirken nur äußerst selten auf öffentlich sichtbarem Weg auf die Unternehmensstrategien ein. Im Gespann mit ihren durchaus einflussreichen sogenannten Stimmrechtsberatern gehen sie, wenn nicht früher, aber spätestens auf den Hauptversammlungen von Unternehmen unheilige Allianzen ein mit beispielsweise aktivistischen Hedgefonds. Die Zusammenballung von Vermögen bei institutionellen Investoren gefährdet meiner Meinung nach mittlerweile auch die Demokratie in Europa und weltweit. Laut OECD hat sich das Anlagevermögen von institutionellen Fonds binnen 3 Jahrzehnten von knapp 3 Billionen US-Dollar auf mehr als 48 Billionen US-Dollar versechzehnfacht.
In Deutschland ist zwischen 1980 und 2007 der Anteil der institutionellen Anleger von rund 17% auf 117% des Bruttoinlandsproduktes angestiegen. Das frei auf den internationalen Finanzmärkten vagabundierende Geld übersteigt heute das gesamte Volksvermögen um ein Vielfaches. Ein gewichtiger Player in diesem Spiel ist, um ein Beispiel zu nennen, der Investor BlackRock, der heute mittlerweile zu den größten Anteilsbesitzern an Unternehmen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zählt. BlackRock verwaltet nach Medienberichten ein Vermögen von über 4,6 Billionen US-Dollar. An fast ein Drittel der DAX-Unternehmen ist BlackRock mittlerweile mit mehr als 5% beteiligt. BlackRock und andere Geldvermehrungsautomaten wie Vanguard, State Street Global oder Fidelity Invest zeigen, aus einer finanzmarktgetriebenen Anlageexpansion entsteht ein enormer Druck auf die Führung und auch auf die Aufsicht von börsennotierten Unternehmen. Wenn mittlerweile Automaten über Geldanlagen entscheiden, dann geht es nicht mehr eben um den Erhalt oder die Weiterentwicklung von Unternehmen im Interesse einer nachhaltigen Unternehmenspolitik. Nein, es geht darum, dass Unternehmen im maximalen Umfang versilbert werden und in ihre Einzelteile filetiert werden. Wir haben dies gerade in diesem Frühjahr erlebt, wie große und mitbestimmte Unternehmen unter Druck gesetzt werden und durch Zerschlagung in klein und gut verwertbare Häppchen filetiert werden. Institutionelle Investoren haben auf bereits mehreren Hauptversammlungen in den letzten Monaten regelrecht den Aufstand geprobt. Ihr Ziel? Vorstand und Aufsichtsrat öffentlich vorzuführen und sich dann in der Öffentlichkeit noch mehr die Deutungshoheit darüber zu verschaffen, was denn heute wirtschaftlicher Erfolg sei. Wir haben den aggressiven Fonds mit dem etwas niedlichen Namen The Children's Investment, TCI, erlebt, der drauf und dran war, die Nöte des VW-Konzerns im verkorksten Diesel-Thema sich gewinnbringend auszuschlachten. Mit lediglich 1% Anteile wurde in aller Öffentlichkeit die Bühne dafür bereitet, auch die Belegschaften als unnötige Kostentreiber anzugreifen. Volkswagen sollte gezwungen werden, 5% der Arbeitsplätze schlicht und ergreifend zu streichen. Der Ankeraktionär, das Land Niedersachsen, sollte, so TCI, aus dem Aufsichtsrat vertrieben werden und überdies sollten lukrative Marken wie Bugatti oder Bentley verkauft werden. Dieser Versuch von TCI ist zwar gescheitert, aber er wird sich mit Sicherheit wiederholen, wenn, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist auch eine klare Ansage an die Politik, wenn diesem Treiben nicht endlich politischen Einhalt geboten wird. Mit diesen wenigen Beispielen ist deutlich geworden, dass sowohl die Mitbestimmung, aber auch die Arbeitnehmerinneninteressen generell für die institutionellen Anleger überhaupt gar keine Rolle spielen. Deshalb brauchen wir dringend gesetzliche Rahmenbedingungen, die den Unternehmen am Ende die Luft zum Atmen für eine nachhaltige Unternehmensstrategie lässt. Und alle Beteiligten sollten nicht ständig nur kapitalmarktgetriebenen Quartalszahlen hinterherlaufen und von größten EBITDA-Margen getrieben werden, sondern wir wollen, dass sich Unternehmen mittel- und langfristig nachhaltig positionieren mit Perspektiven für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Standorten, aber auch mit Perspektiven für ganze Regionen, in denen diese Konzerne letztendlich wirtschaftlich aktiv sind.
Und wir wissen, dass die Kapitalinvestitionsquote beispielsweise in mitbestimmten Unternehmen deutlich höher ist als in Unternehmen, in denen wir über keine Mitbestimmung verfügen. Und wir wissen auch, dass mitbestimmte Unternehmen in der Regel produktiver sind. Sie bilden deutlich mehr junge Menschen aus. Und wir wissen, dass solche Unternehmen in Deutschland, die an den Börsen notiert sind, nachhaltige Unternehmensstrategien verfolgen, weil Mitbestimmung in diesen Unternehmen ein konstitutives Merkmal guter Unternehmensführung ist. Mit den Anmerkungen will ich verdeutlichen, dass wir wirklich allen Grund haben, dass wir das deutsche System der Unternehmensführung wetterfest machen gegen den zunehmenden Import angelsächsischer Vorstellungen einer Corporate Governance. Wir erleben in Deutschland eine schleichende, aber stetige Erosion der Unternehmensmitbestimmung. Das dürfen wir und ich finde, das werden wir der Politik nicht durchgehen lassen. Wir brauchen dringend klare Regeln zur Absicherung und zum Ausbau der Mitbestimmung in Deutschland und in Europa. Und wie das angelsächsisch getriebene Modell einer Corporate Governance auch in Deutschland mittlerweile praktiziert wird, auch dafür ein paar wenige Beispiele. Zum Beispiel die Ehrmann AG. Die Firma Ehrmann ist eines der größten Milchproduzenten und viele von euch kennen die Marken Almigurt oder Obstgarten und für sein Schokoladendessert wirbt das Unternehmen aktuell mit dem netten Spruch: Bei mir war es Liebe auf den ersten Löffel. Leider hört die Liebe offenbar bei der Mitbestimmung auf. Das Unternehmen hat sein operatives Geschäft durchaus clever in eine eigene GmbH ausgegliedert, sodass die Anzahl der Beschäftigten in der AG und in der GmbH jeweils unter 500 Beschäftigte liegt. Damit nutzt der Milchproduzent geradezu exemplarisch die Lücke im Drittelbeteiligungsgesetz. Und im Gegensatz zum Mitbestimmungsgesetz müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus einer Tochtergesellschaft eben bei der Berechnung des Schwellenwertes bei der Muttergesellschaft nicht mit angerechnet werden. Es sei denn, es gäbe einen Beherrschungsvertrag, aber bei der Ehmann GmbH liegt lediglich ein Gewinnabführungsvertrag vor und nicht ein Beherrschungsvertrag und damit kann die Mitbestimmung umgangen werden. Und es sei der Hans-Böckler-Stiftung gedankt, dass sie ein Gutachten an Professor Walter Bayer in Auftrag gegeben hat von der Universität Jena, der mittlerweile 600 solcher Unternehmen identifiziert hat, die sich mitbestimmungsfrei halten, da sie bei der Konzernzurechnung nicht mit berücksichtigt werden. Neben Ehmann gibt es weitere bekannte Markenunternehmen, wie zum Beispiel den Gewürzhersteller Fuchs oder die Halloren Schokoladenfabrik. Und wenn wir über Mitbestimmungsvermeidung reden, dann erleben wir auch zunehmend, dass die Europäische Aktiengesellschaft, die SE, als Einfallstor der Umgehung oder der Vermeidung von Mitbestimmung regelrecht missbraucht wird. Denn mit der SE besteht die Möglichkeit, dass sich ein Unternehmen kurz vor dem Erreichen des Schwellenwertes nach dem Mitbestimmungsgesetz von mehr als 2000 Beschäftigten mir nichts, dir nichts in eine SE umwandelt und damit leider den mitbestimmungspolitischen Stillstand einfriert, weil wenn vor Gründung der SE keine 2000 Beschäftigten im Unternehmen tätig sind,
dann kann die Mitbestimmungsvereinbarung leider auch nicht nachverhandelt werden. Hier brauchen wir dringend minimalinvasive Korrekturen im Gesetz. Und dies, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sollte doch der nächsten Bundesregierung möglich sein. Lasst mich noch ein weiteres Beispiel nennen, die Vonovia SE, im Übrigen das erste Wohnungsunternehmen in Deutschland, das in den DAX 30 aufgenommen wurde. Der deutsche Markenführer mit mehr als 350.000 Wohnungen ging aus dem Zusammenschluss der deutschen Ennington SE mit einem anderen Unternehmen hervor. Und die deutsche Ennington SE wiederum hatte mit ca. 1.700 Arbeitnehmerinnen sich in eine SE umgewandelt und nutzte damit sozusagen den Effekt des Einfrierens eines mitbestimmungsfreien Zustandes. Fatal ist, was eigentlich zum Schutz der Mitbestimmung von uns gedacht war, bewirkt, wie viele Beispiele ganz praktisch zeigen, bewirkt genau das Gegenteil. Da, wo vorher keine Mitbestimmung existierte, kann die Auffanglösung sie leider auch nicht sichern. Dies führt dazu, dass viele Unternehmen sich in eine SE umwandeln, kurz bevor der Schwellenwert der deutschen Mitbestimmung überhaupt erreicht wird. Bei der Gelegenheit, ich hatte letzten Samstag das Vergnügen, bei der Stiftung der deutschen Familienunternehmen auch über Mitbestimmung zu sprechen, habe mir mal angeguckt, wer ist eigentlich Mitglied in dieser Stiftung der deutschen Familienunternehmen, und fand das dann schon erschreckend, dass ein Drittel der Mitglieder in den deutschen Familienunternehmen sich in den letzten Jahren zur SE umgewandelt haben. Und aus im Kern einem einzigen Grund, um ihre Unternehmen auch zukünftig, wenn sie wachsen, mitbestimmungsfrei zu halten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich, war nicht die Idee der SE, für die wir jahrelang gekämpft haben, die Absicherung der Mitbestimmung. Und eine weitere Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung zeigt die Dimension, die diese Umwandlung bereits erreicht hat. Es sind gut 50 Fälle bekannt, wo die paritätische Mitbestimmung schlicht und ergreifend verhindert wurde. Neben dieser Lücke in der Drittelbeteiligung und bei der Societas Européenne wird die Nutzung ausländischer Rechtsformen zur Vermeidung von Mitbestimmung extrem intensiv genutzt. Auch hier nur ein Beispiel. Viele von euch kennen das kleine Unternehmen C&A, ein Begriff für preiswerte Kleidung. Die Rechtsform des Unternehmens wirkt auf den ersten Blick durchaus vertraut. C&A Mode GmbH und Co. KG. C&A hat in Deutschland ca. 16.000 Beschäftigte. Eigentlich würde eine GmbH und Co. KG dieser Größe ganz klar dem Mitbestimmungsgesetz unterliegen und hätte demzufolge einen mitbestimmten Aufsichtsrat. Dies gilt, wie wir wissen, jedoch nicht für C&A. Der Grund besteht auch hier in einer Lücke des Gesellschaftsrechts. Bis 2011 waren Mitglieder der Familie Benningmeier Komplementäre der KG. Diese traten dann Anfang 2011 sämtlich als persönlich haftende Gesellschafter aus dem Unternehmen aus. Und an ihrer Stelle rückte eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die C&A Retail GmbH, mit Sitz nicht in Deutschland, sondern mit Sitz in Zug, in der Schweiz. Und da das schweizerische Gesellschaftsrecht, wie wir wissen, keine Unternehmensmitbestimmung kennt, hat auch die deutsche KG mit einer schweizerischen GmbH als Komplementär keine Möglichkeit, von der deutschen Mitbestimmung erfasst zu werden. Das bedeutet, die Unternehmen entziehen sich der Mitbestimmung schlicht und ergreifend, indem sie die Auslandsgesellschaften nutzen und zur Umgehung der Mitbestimmung regelrecht missbrauchen. Auch hier hat die Hans-Böckler-Stiftung etwas genauer hingeschaut und kommt auf mittlerweile
100 Unternehmen in Deutschland, die in mitbestimmungsrelevanter Größe ausländische Rechtsformen angenommen hat. Und hier, finde ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es nicht um ein paar Peanuts. Mit diesen skizzierten Mitbestimmungsvermeidungsstrategien sind mittlerweile knapp 800.000 Beschäftigte betroffen und somit um ihren mitbestimmten Aufsichtsrat betrogen, den sie auf dieser Grundlage leider nicht haben. Und das bedeutet, wenn wir jetzt nicht einschreiten, dann wird sich schleichend, wie ich eingangs gesagt habe, wird sich schleichend der Geltungsbereich der Mitbestimmung sukzessive auf die bereits heute absehbaren Tendenzen der Rechtsumwandlung erstrecken und die Mitbestimmung wird gerade bei jungen und auch in beschäftigungspolitischer Hinsicht wachsenden Unternehmen wird Mitbestimmung zunehmend zum Fremdwort werden. Faktisch kann sich dann jeder Unternehmer, jeder Arbeitgeber aussuchen, ob er das Mitbestimmungsgesetz anwendet oder nicht. Und ich finde, das ist ein untragbarer, ein unhaltbarer Zustand. Davon senden wir heute von dieser Veranstaltung ein klares Signal an die Parteien zur Bundestagswahl auf. Ändern Sie das in der nächsten Legislatur, und zwar dringend. Ich habe ganz knapp die Entwicklungen auf den Finanzmärkten skizziert. Und auch da gilt, wenn wir nicht jetzt eingreifen, werden Investoren irgendwann fordern, dass sich die Unternehmen gänzlich aus der Mitbestimmung verabschieden. Das deutsche System verliert dann langfristig Relevanz als eine klare Alternative zum angelsächsischen Modell der Corporate Governance. Deshalb noch einmal ganz klar unsere Forderungen. Erstens, das Drittelbeteiligungsgesetz hinsichtlich der Regelung der Konzernzurechnung und hinsichtlich der Erfassung von Kapitalgesellschaften muss an die Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes angepasst werden. Das kann so schwer nicht sein. Zweitens, die SE-Gesetzgebung fällt zwar unter europäisches Recht, doch auch hier kann der deutsche Gesetzgeber jederzeit eine moderne, eine tragfähige Definition vornehmen und zu strukturellen Änderungen im SE-Beteiligungsgesetz in Deutschland kommen, um sicherzustellen, dass langfristig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Anspruch auf Neuverhandlungen in einer SE haben, wenn die entsprechenden Schwellenwerte erreicht sind. Und drittens, wir benötigen dringend die Anwendung der Unternehmensmitbestimmung auch bei allen Auslandsgesellschaften, die in Deutschland aktiv tätig sind. Das sind drei, wie ich finde, klare Forderungen. Und noch einmal, wir werden jede Bundesregierung, egal welcher politischen Couleur, daran messen, ob sie diese Forderungen ganz rasch in praktische Gesetzgebungsschritte umsetzt. Wir haben mit der Offensive Mitbestimmung natürlich nicht nur diese drei zentralen Kernforderungen entwickelt. Ich gehe davon aus, viele von diesen Forderungen kennt ihr. Wer sie noch nicht kennen sollte, den kann ich nur nochmals darauf verweisen. Die Broschüre zur Offensive Mitbestimmung mit einer ausführlichen Darlegung. Was sind unsere mitbestimmungspolitischen Vorschläge? Nicht nur Vorschläge, sondern Forderungen an die nächste Bundesregierung liegen aus, und ich kann euch nur bitten, ich kann euch nur auffordern, in diesem Sinne die nächsten Wochen aktiv dafür zu nutzen, auf unsere offensive Mitbestimmung mit den darin enthaltenen klaren politischen Forderungen und Botschaften zu nutzen, damit Mitbestimmung auch in Zukunft eine Relevanz in Deutschland und in Europa hat. In dem Sinne herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gutes Gelingen für eure Veranstaltung.